Hallo Leute, habt ihr Bock auf was Neues? Ich habe Bock auf was Neues. Ja, also wir, wie gesagt, befinden uns jetzt in einem neuen Game Wild West Dynasty. Kurze Story war vorab, die habe ich jetzt in dem Video rausgeschnitten. Und zwar wurden wir überfallen mit unserem Wagen von ein paar Räubern. Und ja, ihr seht selber, hier liegt jetzt der kaputte Wagen. Wir werden jetzt mal schauen, was das Spiel uns bringt. Aus der Dynasty-Reihe, wie gesagt, Wild West Dynasty. Ich staune bloß. Okay, zum Teil ist es Englisch, zum Teil ist es Deutsch. Ja, wir schauen mal, ne? Was uns hier erwartet, liebe Leute. Wenn es uns gefällt, zocken wir es weiter. Wenn es uns nicht gefällt, lassen wir es links liegen. Eigentlich, wie immer, finde deine Mutter. Gut, hier ist unsere Mutter wahrscheinlich, oder? Mother, mit der Mother sprechen. Dakota, Mama, Mama, kannst du mich hören? Ah, da bist du. Du bist am Leben. Das ist gut. Wie fühlst du dich? Mein Kopf tut weh und mein Ellbogen und ich wurde angeschossen. Ja, aber du stehst noch. Es wird dir sicherlich bald besser gehen. Ich zeige dir ein paar Pflanzen und... Was ist mit dir, Mama? Sie haben dich getroffen, du blutest. Ein paar Pflanzen und. Was ist denn das für ein Gespräch? Okay. Die Mutter sagt, keine Sorge, Kurzer. Es ist nicht schlimm, wie es aussieht. Nur ein bisschen Blut. Es sind nur meine Beine. Ich kann sie nicht bewegen. Das ist schlimm genug. Ich hole Hilfe. Nein, wir sind viel zu weit von Hope entfernt. Und es wird schon dunkel. Du musst einen Unterschlupf finden. Hancocks Höhle ist nicht weit. Ich lasse dich nicht zurück. Ich kann nicht mitkommen, meine Beine, ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Gut, dann tragen wir sie. Komm. Jawohl. Wir sollen in Dakotas Höhle. Wo ist sie denn, die Höhle? Ah ja, seht ihr. Sehr gut, sehr gut. Lege deine Mutter ab. Okay, dann legen wir sie hier ab. Nochmal sprechen mit unserer Mutter. Gut gemacht, Kurzer. Wir sollten hier sicher sein. Mama, deine Wunde blutet wieder. Wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Zuerst nimmst du das hier, die Besitzurkunde zu unserem Land. Was ist das? Sicherlich hat doch mein geliebter Kurzer schon von Daguerres neuester Erfindung gehört. Die Daguerreotypie, um Himmels Willen. Aber die wurde doch erst vor kurzem erfunden. Es gibt hier einen Tüftler, der aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig sind die Leute, die hier abgebildet sind. Wer ist das? Wir. Lass mich dir zeigen, das bin ich. Das Kleine auf meinem Arm bist du. Hier ist dein Vater. Hier steht neben Roger, bla bla bla. Ne? Roger? Ein Freund, er hat versucht, zwischen uns und deinen Geschwistern zu vermitteln. Deinem Bruder und deiner Schwester, die sind hier rechts. Ich habe einen Bruder und eine Schwester? Mama, warum hast du mir nie gesagt? Wir haben uns entfremdet, könnte man sagen. Deine Schwester, naja. Sie hat ihren eigenen Kopf. Das ist gut und schlecht. Dein Bruder dagegen, ich wollte nicht, dass du wie er wirst. Ich erzähle dir alles, aber zuerst musst du Stöcke und Steine sammeln und ein Feuer machen. Ein Feuer, um deine Verletzung zu behandeln? Nein, mein Schatz, du erinnerst dich nicht, aber es wird hier nachts ganz schrecklich kalt. So kalt. Aha, okay, Leute. Okay. Aus Stöcken und Steinen kannst du ein Lagerfeuer herstellen. Es schützt gegen Kälte und erlaubt es dir, eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Um ein Lagerfeuer herzustellen, drücke I. Um es zu platzieren, drücke B. Gut, also brauchen wir doch erstmal Stöcke und Steine. Wo ist denn unsere Mutter jetzt hin? Hier liegt sie ja. Stöcke und Steine.
Tools, was haben wir hier als Tools? Inventar. Okay, Leute, das werden wir erstmal eine Weile brauchen, bis wir uns hier reinfitzen. Wo kriegen wir denn jetzt Steine her? Aha, okay. Stöcke und Steine erlauben es dir, die ersten einfachen Werkzeuge und ein Lagerfeuer herzustellen. Um ein Werkzeug hinzustellen, drücke I. Ja, okay. Ein Stock. Noch ein Stock. Das braucht man viel. Mal. So, jetzt hätten wir. Jetzt würde ich sagen, nochmal Stock, Stein, Stein. Gut, also I soll man drücken. Und wir sollen ein Lagerfeuer herstellen. Aha, okay, okay. Und jetzt B soll man platzieren. Das Lagerfeuer, wo setzt man das hin? Bei Muttern? Auf die Füße? So, na genau hier so. Und jetzt zünden wir das Ganze an. Na siehste. So Mutter, bist du jetzt zufrieden mit deinem Söhnchen? Gut gemacht, Kurzer, sehr gut. Es ist Zeit zum Ausruhen, du siehst erschöpft aus. Schlaf. Ich glaube, du hast recht, mir ist etwas schwindelig. Morgen stehen wir aber ganz früh auf und schaffen dich zu einem Arzt, versprochen. Natürlich, Kurzer, das machen wir morgen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin, wo ich sein will. Das ist meine Höhle, mein kleines Geheimnis. Geheimnis? Nichts, nichts, mein Schatz. Schlaf schön und hab keine Angst vor nichts. Nicht hier draußen, nein, das ist zu Hause. Ich weiß, alles wird gut, wenn nur. Ja, das ist, war das wieder für ein Satz, okay. Also Übersetzungsprobleme wahrscheinlich ein paar, ihr wisst es selber. She died that night in her most favorite place of all. I know she didn't want to. I know she fought. She would never have left you like this in a foreign world in such danger. Devastated after you tried so hard. Gut, wäre nicht schlecht gewesen dazu. But sometimes we have no choice. I always hated funerals. Ach, die Mutter verstorben über Nacht wahrscheinlich. Was the reason why I didn't attend this one. Only learned about it later. I should have been there. Been there for a child who lost her mom. Hab's mir fast gedacht, deswegen wollte ich in die Höhle. A future. Should have protected you. Should have. Too many should haves. Rest in peace, Phoebe. I promise. No more missed opportunities. Tja, Mutter, dann wollen wir mal Abschied nehmen von dir, ne? Tut mir leid, aber was soll's. So, nächste Hauptaufgabe. Finde den Einödhof, okay. Mal den denn finden. Wahrscheinlich hier aus der Höhle raus. Von hier. Wenn ich von hier irgendwo komme, kann man auch springen. Ja, wir können auch springen. Aber hier kommen wir nicht hoch. Okay. Wir haben auf jeden Fall, hätte ich jetzt gedacht, immer die Augen offen halten nach Sachen, die wir einsammeln können. Zum Beispiel der Stein. Feuer anzünden. Wir wollen es ja nicht anzünden. Jetzt gern wieder abgebaut, aber warum auch nicht? Geht ja nicht. Man kann ja ein normales Lagerfeuer auch nicht abbauen. Ihr seht da einen Stein. Da ist ein Stein. Stock. Noch ein Stock.
doch hier noch irgendwas. Jetzt mit der rote Balken, ist das jetzt mein Nahrungsbalken? Was haben wir denn hier drin? Aha, wir haben hier 5 Kekse und Canary. Da meine ich wahrscheinlich was zum Trinken. Nehmen wir uns. Der Hut, ein Stein. 44 Steine, 30 Stöcke haben wir schon. Okay. Müssen wir hin? Wo müssen wir? Ob es bei der Höhle noch einen anderen Ausgang? Raus? Hier lang wahrscheinlich. Da lang geht es ja nicht, aber hier lang wahrscheinlich. Liegt eine Spitzhacke, kann ich die nicht gleich mitnehmen? Ja, schade. Das wäre natürlich jetzt Hauptgewinn. Hier. Board. Ach, ein Brett. Okay, okay, okay. Ein Brettel. Gibt es ja sowas wie eine Map eigentlich? Warte, da oben. Okay. Quest Info, da müssen wir hin, wa? Wahrscheinlich. Wooden Doors. Müssen da runter. Also ihr seht, der Weg ist uns schon zwangsweise hier vorgegeben. Okay, passt auch ganz gut. Ja, ist das das alte Dörfchen, wa? Oder was ist das hier? Eine kleine Stadt wahrscheinlich, ja? Eine verlassene? Oder was ist das hier? Finde den Einödhof. Das wird das sein, der Einödhof. Ja, mit Farm ist das. Da läuft ja sogar einer. Es wird finster. Oh, das ist aber jetzt ungünstig, wenn das so finster ist, Leute. Wo müssen wir denn hin? Arm. Soll ich denn den Einödhof finden? Ist ja gar nicht markiert. Vielleicht mit dem Kollegen mal reden. Wasserpumpe. Eine Farm. Okay. Und das gerade. Doc. Komme ich hier nur ins Bohr rein?
klau den ja. Das will ich doch eigentlich gar nicht. Aber gut, wenn es so ist. Shirt. Nehmen erstmal alles mit. Bangkok. Sir, guter Herr, bitte können Sie mir helfen. Keine Zeit für Geschäfte, bin selbstgeschäftig. Meine Mutter und ich, wir wurden von Outlaws angegriffen. Sie haben sie getötet und mich für die Geier zurückgelassen. Tut mir leid, wenn es denn wahr ist. Möglich, passiert hier, weißt du? Vor allem, weil das nächste Fort weit weg ist und der Sheriff korrupt. Damit habe ich nichts zu schaffen. Aber Sir, ich bin verletzt, ich sterbe. Bitte, ich bin doch kein Haustier. Es geht um mein Leben. Das mach mal. So. Genau. Du versuchst nicht, mich zu verarschen, mir keinen Plunder anzudrehen, um genug Gold zusammenzubringen, damit du den Tod deiner Mutter rächen kannst? Umso besser. Dann verzieh dich. Ich habe zu tun. Muss fertig sein, bevor die Sonne hochsteht und den Boden verbrennt. Verstehst du? Nicht wirklich. Die hohe Kunst der Agrikultur hat sich mir bisher verschlossen. Wenn meine Bücher aber nicht gänzlich falsch lagen, braucht man zum Sehen doch Saatgut, oder? Sicher, letzte Woche habe ich gepflügt, das Unkraut rausgerissen und jetzt werde ich diese... Scheiße! Was? Ich muss die Samen drinnen auf dem Tisch vergessen haben, weißt du was? Lauf ins Haus und bring sie mir. Und dann können wir reden. Okay. Wir waren doch gerade hier drinne. Hier war doch nichts, hä? Was jetzt erst? Ja, gerade waren die noch nicht da, Leute. Gerade noch nicht. Sprich mit Ed. Ja, der zeigt uns jetzt die Grundlagen wahrscheinlich, damit wir wissen, wie das hier alles abläuft. Hallo, Ed. Ihre Samen, sie waren dort, wo sie gesagt haben. Nebenbei, was soll daraus wachsen? Na Hafer, was schon? Der Prärieboden ist für Gras gemacht, also wächst Getreide ziemlich gut. Könnte Weizen für Brot und Gerste für Bier anbauen, aber Hafer ist hier draußen Grundnahrungsmittel. Bring mir die Hacke da drüben. Nimm die Hacke. Korn? Cracker. Okay. Wo ist denn hier eine Hacke? Ach hier. Mit einer Hacke kannst du ein Feld anlegen. Nachdem du die Größe des Feldes gewählt hast, kannst du die Hacke benutzen, um den Boden vorzubereiten. Danach säst du, bringst Dünger aus und bewässerst das Feld. Wenn all das getan ist, musst du nur noch bis zum Jahreszeitenwechsel warten und wie durch ein Wunder werden deine Feldfrüchte bereit zur Ernte. Mhm. Mushrooms, also Pilze und Holster. Ja, wir nehmen das einfach alles mit. Ich beklaue die Leute hier erstmal. Der braucht das ganze Gedöns nicht. Eine. Haben wir hier noch so? Hühner hat der Kollege genauso. Schön Eier. Haben wir hier Eier drin? Nö. Hier, Kollege. Wird ja auch Zeit, lass mich kurz etwas Erde verteilen. Oho. 60 Jahre soll der sein, der alte Sack. Und vorsichtig platt drücken. Und schon fertig. Könnten Sie mir jetzt helfen? Helfen? Ich habe gesagt, wir können reden. Bringen wir es hinter uns. Ich bin Ed Hancock. Das ist mein Hof. Ich kann Fremde nicht leiden und ich habe zu viel Arbeit. Kurz und knapp, ne? Der sorgt, was er will. Hancock? Wie in Hancocks Höhle? Ja. Yeah. Nach meiner Großmutter Emily Hancock. Große Entdeckerin. Eine der wenigen Frauen, die alleine hier rausgekommen sind, abgesehen von den Verheirateten, die ihren Männern gefolgt sind, und den Huren, klar.
Und deine Großmutter war? Nichts davon. Ich sag dir doch, sie war Entdeckerin. Aber wenn sie nicht verheiratet war, wie konnte sie dann Kinder und danach Enkelkinder haben? Willst du mich verkackeiern? Warte. Ich glaub's nicht. Du meinst es ernst? Wie alt bist du noch? Alt genug? Ja, sicher. Lass mich raten. Eine vollkommen behütete Stadtgöre. Gut, schauen wir uns deinen Arm an. Ist es sehr schlimm? Werde ich sterben? Ganz sicher sogar, aber nicht heute. Kugel hat dir die Haut aufgerissen und einen Fetzen Fleisch mitgenommen. Aber nichts Ernstes. Nur wenn sich das entzündet, wird's ungemütlich. Zum Glück wachsen hier überall Agaven. Agaven? Wieso ist das Glück? Weil sie eine der vielseitigen Pflanzen des Kontinents ist. Um es kurz zu machen, die Agave diente schon den Azteken als Speise, Trank, Kleidung und Schreibmaterial. Und auch heutzutage ist sie noch verdammt wichtig. Vor allem für dich, ihr Saft verhindert nämlich Infektionen. Geh und sammle welche. Das werde ich. Gut. Wenn die Darm haben wir, das haben wir. Gehe zum nahen Wald. Wo ist denn hier der nahe Wald? Da oben. Ach, hier, das sind die Agaven. Okay. Haben wir. Und jetzt wieder zu Ed. Okay, geh mal. Pui, okay. Ich sag ja, der Ed, der bringt uns nach und nach alles bei. Wird erwähnen, bevor wir hier dann als Einzelkämpfer wahrscheinlich agieren. Wo ist denn der Kniffo jetzt hier? Das hier. Da ist er da. Ja, das ist so, das ist eigentlich schon fast zu dunkel. Ah, sehr schön. Keine Sorge, falls du zu viele hast, kannst du sie in der Siedlung nordöstlich von hier verkaufen. Jetzt lass mich dir zeigen, wie man sie anwendet. Da viel besser, oder? Jetzt brauchst du nur noch eine Mütze Schlaf. Du weißt bestimmt längst, dass es hier draußen arschkalt wird. Ja, weiß ich. Am besten ist immer ein Bett. Vielleicht hast du irgendwann sogar ein schickes Haus und das passende Bett dazu. Bis dahin musst du wohl mieten. Du hast doch Geld, oder? Wir hatten unser Erspartes dabei, aber ich fürchte, die Banditen haben alles mitgenommen. Das werden sie wohl. Pass auf, ich kann dir ein freies Bett in meinem Haus anbieten, wenn du mir dafür hier auf dem Hof zur Hand gehst. Nichts Ausgefallenes. Das ist sehr großzügig, aber ich habe keine Erfahrung mit der Landwirtschaft. Danke für das Angebot, aber ich muss denjenigen finden, der diese Banditen auf uns gesetzt hat und ihn dafür bezahlen lassen. Vielen Dank, aber ich muss den Hof meines Vaters finden. Nee, machen wir großzügig mit der Landwirtschaft, okay. Ich sagte nichts Ausgefallenes und ich meinte nicht das Bett, auch wenn das stimmen würde, aber darum geht's nicht. Ich meine, ein trainierter Affe könnte diese Aufgabe erledigen, du könntest es also hinbekommen. Mich ehrt dein Vertrauen, ich werde davon absehen, auf Bäume zu klettern und mit Kacke nach dir zu werfen. Dann geh rein, ruh dich aus und morgen sehen wir weiter. In Ordnung, nochmal vielen Dank. Finde das Bett. Ja, das Bett wird im Haus sein. Da brauche ich lange suchen. Gut, Leute. Erst ich würde sagen, wir legen und schlafen jetzt. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Geschichte uns hier weiter fesselt. Na? Ich würde trotzdem sagen, für die erste Folge war es das erstmal. Wir schauen mal. Also ihr seht selber, ich denke, das wird eine gute Geschichte. Das ist im Early Access. Hier wird nach und nach sicherlich noch Erneuerungen geben und Verbesserungen und Fehlerbehebungen und so weiter. Ihr wisst ja selber.
Ne? Muss man ja nicht alles sagen. Ich muss gerade mal schauen. Ich müsste vielleicht mal was essen, oder? Hat das jetzt was gebracht? Hm, wahrscheinlich. Geht aber langsam hoch die Anzeige, Leute. Was haben wir dann noch? Das andere wird wahrscheinlich zu trinken sein. Das machen wir noch ganz schnell. Was haben wir denn hier noch? Beeren, Bretter, Hafer, Keks, eine Dose. Wie Fleisch, Bohnen, Mais. Macht alles länger haltbar. Agave. Haben wir hier nichts zu trinken? Haben wir nichts zu trinken? Okay. Ja, wie gesagt, Leute, das wird alles werden. Ich sage erstmal danke und ich hoffe, dass auch wieder bei der nächsten Folge reintört, jetzt wo das dann langsam losgeht. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es gefällt euch. Und bis bald. Euer Atze Grünkohl.